Volkwein bei der Situation, personellen Situation der Spielberger und ihrer Stärke hätte man mit einem Sieg rechnen können, hätte aber heute noch höher ausfallen können. Ja, damit rechnen ist so eine Sache in der Oberliga. Wir wussten, dass sie natürlich personelle Probleme haben, schon aus der Vorrunde und auch von letzter Woche. War heute das erste Spiel auf dem normalen Rasen, ist dann ja immer eine Umstellung auf dem Kunstrasen, jetzt auf dem normalen Rasen. Aber wir haben heute absolut verdienten Sieg gesehen von uns. Wir waren ja in vielen Belangen einfach besser als Spielberg. Die schnelle Führung hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir waren aggressiver, waren in den Zweikämpfen präsenter. Wir haben über 90 Minuten keine klare Torchance für Spielberg zugelassen. Das einzige Manko war natürlich ja, die Chancenverwertung. Wir hätten einfach erste Halbzeit oder gleich nach der Halbzeit 3-0 früher machen müssen. So kann es dann nochmal eng werden, dann haben wir Standard vielleicht, wenn wir eine kriegen. Aber in der Summe war es einfach eine runde Sache heute. Riesenkompliment an die Jungs und absolut verdienter Sieg heute. Der Start nach der Winterpause ist Ihnen ja gut geglückt im Vergleich zum Start in der Vorrunde. Was haben Sie sich noch vorgenommen? Ja, wir wollten jetzt heute erstmal natürlich die 40-Punkte-Marke knacken. Das ist uns geglückt. Weil es jetzt so möglich ist, müssen wir mal schauen. Es sind noch 12 Spiele. Wir schauen nach uns. Wollen einfach den Abstand nach hinten vergrößern. Ist uns heute gelungen. So wie es aussieht, hat glaube ich Bissingen auch verloren. Ist der Abstand ein bisschen kürzer geworden oder geringer geworden. Wir schauen nach uns. Bissingen und Freiburg hat richtig Qualität. Auch wenn sie Freiburg letzte Woche Punkte gelassen haben. Bissingen heute am Wochenende. Bringt nichts. Wir müssen nach uns schauen. Wird mit Sicherheit noch, oder es werden noch schwere Spiele jetzt daheim gegen Oberachern. Dann müssen wir selber nach Bissingen. Werden sehr schwere Spiele und bringt nichts jetzt mit Rechnen anfangen. Wir schauen nach uns Woche für Woche, wollen natürlich, wenn es jetzt geht, den dritten Platz verteidigen. Wenn es mehr werden sollte, sind wir auch nicht unglücklich, aber wichtig ist einfach mal im vorderen Drittel zu platzieren oder uns zu platzieren. Und damals hat er einen super Auftakt gehabt mit 2 Siegen. Vorrunde haben wir leider keinen guten Auftakt gehabt und die Leistung aus der Vorbereitung haben die Jungs jetzt mitgenommen. War schon positiv in der Vorbereitung und hat jetzt auch natürlich in den beiden Punktspielen so funktioniert. Was können Sie zum nächsten Spiel jetzt sagen? Das ist ja daheim dann SV Oberachern. Ja, gegen Oberachern ist immer interessant zu spielen. Eine Mannschaft, die sehr variabel ist vom Spielsystem. Hat jetzt gegen Pforzheim 2-2 gespielt. Hätten auch letzte Woche Neckars-Ulm hinten raus mindestens einen Punkt verdient gehabt. Thomas Leber macht hier richtig gute Arbeit. Eine richtig gute Mannschaft. Vorrunde war es 0-0. Letztes Jahr bei uns daheim gab es ein 3-3 im letzten Spieltag. Ich denke, wir sind gewappnet, aber wir wissen, dass wir natürlich einen guten Gegner haben. Die Platzierung spielt nicht ganz die Leistung wider, die Oberachern bringen.